Guten Abend allerseits. Willkommen zum heutigen Livestream. Wir mal einen Ticken zu spät, aber das müsstet ihr mittlerweile ja von mir gewöhnt sein. Wir reisen wieder nach Dire Grove, wo wir beim letzten Mal schon einige Hinweise und Mysterien entdeckt haben, die uns verraten können, warum die Stadt so verwaist ist und vereist vor allen Dingen. Aber es gibt mehrere Verdächtige und was genau passiert ist, finden wir hoffentlich heute raus. So. Genau, wir müssen mit ihm reden. It's good to have you back, Master Detective. I hope those bloody Mistwalkers didn't fill your head with lies. What's your take on all of this, Samuel? You can't trust those Mistwalkers. This cold is their doing. They're just looking for any excuse to use someone in their pagan rituals, especially that giant Bjorn. Why, I'd like to take that oaf down a few notches. I'd like to investigate the hotel. Can you get me inside? The owner's a good friend of mine. Lucky for you, he left me the key. Na, so ein Glück. Here, take it. I've got nothing to hide. Be careful, though. The owner's particular about how the place looks. Okay. Don't be gone too long. It's only a matter of time before the Mistwalkers strike again. Okay. So, wir haben jetzt den Hotelschlüssel. Und können rein. So, rein mit uns. Warum muss man so viel klicken? Das Hotel hat sich kaum verändert. Das ruft Erinnerungen wach. Boah, draußen ist voll laut. William Thompson. Wenn die abgeschlossen ist, hat der Besitzer sicher etwas Wichtiges darin aufbewahrt. Wir müssen diese Druiden dingfest machen und ihrer gerechten Strafe zuführen. We've got to hunt down these Mistwalkers and bring them to justice. We're entitled to their ancient legacy. Es scheint, Samuel wollte den Konflikt zwischen den Stadtbewohnern und den Nebelwandlern doch nicht eskalieren lassen. Das ist ja ein seltsames Geheimfach. Wer würde sich sowas ausdenken? Und warum? Hier haben wir einen Schleifstein. Stein. Und natürlich die richtige Kombination. Oh, hier dran erinnere ich mich irgendwie. Emily Thompson. Noch so ein schwieriges Schloss. Puh, das Stück will sich nicht abbrechen lassen. Jedenfalls nicht so leicht. Geht, ne? Da komme ich nicht dran. Ein langer Haken wäre jetzt gut. Wo ist denn das Brecheisen? Warum ist es wieder weg? Wir hatten auch mal einen Schraubendreher. Der ist jetzt auch weg. Ja, hier sind vier Wölfe.
Aber was bringt uns das? Wie sind wir da hingekommen? Was ist das für ein Raum? Ach, wir können hier auch noch nach links. Okay. Aber anscheinend nicht wieder raus. Das ist kein gewöhnlicher Hirsch. Was mag er wollen? Kein Strom. Vielleicht sind die Leitungen bei der Kälte kaputt gegangen. Tür des Kamins irgendwie aufkriegen. Hier sind Bären. Was hilft uns das? Zeichnet sie das eigentlich auf? Das wäre ja nett. Anscheinend nicht. Hier sind auch noch Füchse. Okay, vielleicht muss ich das wirklich aufschreiben. Ich mach das mal. Also. Wir haben hier der Fuchs sieht bei mir eher aus wie ein Vogel, aber ich muss irgendwie die Positionen darstellen, also ob aufrecht oder sitzend und solche Sachen. So, der hat 613. Der hat 346, 812 und 486. So. Da fehlt ein Zeiger. Wo sind die Bären hier? Hier ist zum Beispiel einer, der nach rechts guckt. Das ist nicht relevant. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Egal, ich schreibe das mal einfach alles auf. Ich sollte es vielleicht so aufschreiben, dass ich es auch lesen kann. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch hier raus. Ich musste erst den Hirsch triggern.
Nee, ich glaube, die Position, die die haben, ist gar nicht so relevant. Die sieht immer anders aus. Hat das irgendwas zu bedeuten? Was ist denn, wenn wir die alle addieren? Ist das irgendwie sinnig? Ich mache das jetzt einfach mal. Vielleicht ist da irgendein Muster drin. Okay, die Füchse ergeben 2257. Bären ergeben 2644. Und die Wölfe 2330. Also irgendwie ist das alles ja sehr nah beieinander. Ja, aber was uns das genau sagen soll, weiß ich auch noch nicht. Finden wir raus. Steini, mein bester Freund. Wir haben jetzt eine Axt und eine Trillerpfeife. Damit können wir hier die Tür einschlagen. Nein, wir müssen erst den Vogel wegkriegen. Warum das jetzt aber so relevant war, dass der Vogel weg ist, weiß ich nicht. Ach, er hinterlässt einen Truhenschlüssel. Wie wird man noch gleich rostlos mit Schwefel? Nein? Irgendwas müssen wir mit dem Schwefel aber machen. Ganz bestimmt. Den haben wir nicht umsonst eingesammelt. Aber ich bin so dankbar für diese Schnellreisefunktion. Jetzt kann man nämlich hier den Fisch aufmachen. Ach Quatsch, den Fisch. Bin auch blöd. Wo war das denn? Irgendwo konnte man doch was aufmachen. Hier. My wife Lily is dead thanks to them. They refused to help her. They might as well have killed her with their bare hands. And they took my son away. I will avenge my family. Okay. Samuel ist nicht mehr er selbst, nachdem er seine Frau und seinen Sohn verloren hat. Das klingt so nach Black Mirror. Er könnte aus Wut und Verzweiflung etwas Schreckliches begangen haben.
ein wenig Asche im Kamin. Na gut. So, wir haben jetzt auch diesen Code. Hallo, Wolfies. Oh, ich muss mich mal eben am Ohr kratzen. Tut mir leid. Ich will euch immer noch nicht erschießen. Jetzt haben wir einen Stock. Den brauchten wir irgendwo für eine Axt oder sowas. Also irgendwo war da was. Genau, da steckt irgendwas fest und dafür brauchte man einen Stock. So, jetzt haben wir nämlich den langen Haken und ich bin so faul und nehme nur noch die Schnellreisefunktion. Können wir jetzt nämlich das hier rausholen? Da waren wir ja gerade schon. Ach, wir müssen erst das Eis zerschlagen, da. Ist das eine Geldbörse? Ich glaube ein Notizbuch, aber so weit weg war es ja nicht. Brieftasche. Das muss der Hotelbesitzer sein. Oh, ich muss mal eben das Fenster zumachen. Wegen unserer blöden Nachbarn, die selbst jetzt ihren Kamin anmachen und dann stinkt es ganz furchtbar. Also wirklich verbrannt. Man kann selbst bei schönem Wetter hier keine Wäsche draußen aufhängen. Super ätzend. Was denken diese Leute sich dabei? So, jetzt können wir nämlich ganz nach unten gehen und uns für 50 Cent irgendwas kaufen. Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will nach draußen. Das Ding brauchen wir gleich für innen. So. Samuel isn't talking sense. He's trying to whip up a frenzy. Getting the folks of Dire Grove to go after the Mistwalkers. But we're against him. We're not going to be party to this. Obwohl Samuel darauf gedrängt hat, haben sich die Bewohner von Dire Grove ihm nicht angeschlossen. Jedenfalls nicht viele. Noch ein Versteck? Bin ja mal gespannt. Da muss was Wertvolles drin sein. Wir haben jetzt auch eine Zitrone. Ah, hier geht noch irgendwas. Ich glaube, das brauchen wir, um den Rost wegzukriegen. Ich glaube aber, jetzt mit dem Schlüssel können wir das Auto aufschließen. Erstmal können wir hier auch das Funkgerät aufmachen. Immer unterwegs alles mitnehmen, keine unnötigen Wege. Ja, das habe ich doch schon dreimal gelesen.
Mehr gibt's hier nicht? Nur eine Sicherung? Dann brauche ich die bestimmt, um das Auto zu reparieren. Nee? Na gut. Ach, ich muss hier auch noch den Strom reparieren. Warum bin ich jetzt hier? So, das können wir auch aufschrauben. Stimmt ja, da war ja was. Ich vergesse sowas immer so schnell. Allein deswegen ist es voll gut, hier so eine Funktion zu haben. Für die Trottel unter uns. Angeblich geht hier noch was. Ich weiß aber nicht was. Ach, das ist. Ach, das ist eine Garagenfernbedienung. Ich bin auch blöd. Das Auto hatte ja auch gar kein elektrisches Schloss. Eh! Der Drecksack! Puh! Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Aber jetzt kann ich zumindest den Strom wieder anschalten. Wartet mal, können wir hier? Nee, hier waren wir ja schon. You as good as killed my wife, you and your tribe. She'd be alive if it weren't for you. What nonsense. You refused to help when I asked. She was one of us, Samuel. But you took her away. You made her an exile from the Mistwalkers. There was nothing we could do to help her. You're lying. Admit it, you just didn't want to help. Okay, interessant. Samuel und Björn sind sich also ganz und gar nicht grün. Beide geben sich gegenseitig die Schuld für Lillys Tod. Ich glaube nicht, dass der funktioniert hätte, der Videorekorder, solange da ein Schlüssel drin ist. Aber was weiß ich schon. Der Autoschlüssel. Na sowas. Jetzt aber. Fährt das Ding wohl noch? Oh Gott, das Auto von mir und meiner Mutter sah so ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob ihr auch automäßig seid, aber wir waren das. Nicht so natürlich, aber so. Halbleere Mineralwasserflaschen unterm Sitz, Eisstielchen in der Seitentür und Krümel überall und Schokoladenpapierchen und ihr kennt das vielleicht. Die obligatorischen Reste von Raststätten-Snacks. Decke die Paare auf. Das ein Paar. Ich muss jetzt Gegenstände Memory spielen. Hier ist eine Briefmarke drin. Was ist das?
Eine Wasserflasche, das sind Streichhölzer. Aha, okay. Das ist eine Münze, das ist ein Faden. Verzeihung. Das ist eine Münze. Ah, hier ist die Briefmarke. So, da ist eine Pfeife. Und eine Münze. Müssen wir noch eine zweite Münze finden? Aha, okay. Und eine Schallplatte. Wo ist die denn? Ist das gar keine Schallplatte? Doch. Ich sehe die aber gar nicht. Ich meine, die ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Im Normalfall. Vielleicht doch irgendwo drin oder drunter? Okay, hier gibt es gerade keine Klickstrafe. Das heißt, ich kann mich hier einmal wild durch die Gegend ballern. Ich hole mir einen Tipp. Ach, okay, ich musste doch einen Gegenstand beiseite schieben. Na gut, da kann ich ja lange suchen. So. Damit können wir jetzt aber hier im Wohnzimmer hoffentlich ein Fach öffnen. So, und damit können wir jetzt den Koffer im Flur öffnen. Ah, guckt mal. Wir brauchen eins, zwei, drei. Okay, das heißt 346, 964 und 765. Und 2075 zusammen. Ist das relevant? Vielleicht. Okay. Das ist ja einfach. Irgendjemand hat die auch wieder alle richtig hingestellt.
Ach so. Ja, ist ja gut. So, jetzt haben wir eine Lochkarte, die brauchen wir hierfür. Und das nächste Riesenpuzzle. Vielleicht. Ja doch, ich muss es erst starten. Okay. Boah, ich finde die Dinger ja so geil. Die sind ja auch in Ravenhurst legendär. Okay. Das ist alles? Ja, hatte recht.
Macht. Ach, guckt mal. Ich will wenigstens eines dieser Rätsel alleine lösen. Ja, aber blau müsste dann ja eigentlich... News? Vielleicht? Und jetzt? War das falsch? Aber bestimmt muss ich das waagerecht schreiben, oder? Ahaha, ich bin so eine Nulpe. Egal. Wir kriegen das bestimmt auch so hin. Wenn meine ganze News-Idee übrigens falsch ist, dann tut es mir leid, dass ich gerade unsere Zeit verschwende. Nesive muss da stehen.
So, jetzt haben wir auch fast alle Zahlen zusammen. Mal hier eben die Zahl wiederfinden. So, eins fehlt nämlich nur noch. Guckt mal hier, Moment. Quadrat ist Z. Kreis, da ist X. Das ist voll so PlayStation-Tasten. Dreieck ist... Hier, D ist das mit den Augenbrauen. Ach, der ist hier gar nicht. Okay, muss ich noch mal gucken. Moment. Machen das mal von oben nach unten. Hier müsste jetzt Kreis mit einem X sein. Ich dachte nämlich, das wäre in jeder Zeile nur eine Form oder so. Aber, oh Gott, ich habe zu weit geklickt, aber dem ist nicht so. Ja, und weil das so viel Spaß macht, machen wir das jetzt leider nochmal. Hä? Das muss doch richtig gewesen sein. Hier oben brauche ich ein Z. Ja, ich weiß, unten habe ich auch zu weit geklickt. Oh. So. Jetzt können wir hier dieses Bild vervollständigen. Eine höchst merkwürdige Art und Weise, die aber funktioniert hat. So, was ist das denn? Hoch.
Okay, Moment. So. Ich weiß nicht genau, was dieser Ring hier macht. Hä? Oh nein, warum ist das denn jetzt passiert? Bevor ich das nochmal mache, lass mir mal einen Tipp geben. Wenn sich die Kugel in der Mitte befindet, drücke auf die Knöpfe, um verschiedene Elemente des Minispiels ineinander zu agieren. Okay. Ich kann mir nicht merken, was was macht. Guten Abend. Nein, ich kann es mir wirklich nicht merken. Hä? Ja, aber was will es denn von mir? Moment, Moment. Ich glaube, ich weiß es. Wohl nee, eigentlich nicht. Das ist ja das, was ich eigentlich gerade versucht habe. Ich muss die Kugel da reinkriegen. Aber wie? So vielleicht? Einmal mache ich es jetzt noch. Weil ich will ja nicht das ganze Rätsel lösen. Ich will einfach nur diesen Abschnitt gelöst haben.
Also, na? Ich guck mal eben, wie das Spiel heißt, also auf Englisch. Ich glaube, das ist der 9. Wir machen gleich auch mal kurz Pause, wenn das hier rum ist. Moment. Das heißt nämlich im Original Dire Grove, Sacred Grove. Nein, das hatte ich schon. Das hat nicht funktioniert. Also ich habe es jetzt einmal getestet mit komplett, einmal mit leer und einmal mit halb. Und es hat nicht funktioniert. Alle drei nicht. Und so langsam gehen mir die Ideen aus. So, aber ich gucke einfach mal eben in die Lösung, die ich gerade gefunden habe. Okay, also wir müssen tatsächlich, so wie ich mir das auch schon gedacht habe, also ich wollte eigentlich das hier auffangen oder hier abprallen lassen. Ich dachte nämlich, ich müsste dafür diese drei hier haben. Das geht aber nicht, es müssen einfach nur diese beiden sein. Dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Zum Glück habe ich mir halbwegs gemerkt, welche Taste was macht. Oh nein, nicht schon wieder. So. Aha. So, jetzt haben wir hier nämlich eine Nummer. Moment. Nicht? Was möchte es von mir?
verstehe überhaupt nicht, was das von mir will. Beginne mit ihren anfänglichen Positionen, wenn alle Stäbe ausgefahren sind. Drücke in dieser Reihenfolge 4-mal auf den rechten Pfeil, 4-mal auf den linken, 6-mal auf den rechten, 2-mal auf den linken und 4-mal auf den rechten. Also. Was war denn die anfängliche Position? Nach oben natürlich. 4, 4, 6, 2, 4. Okay. Ich weiß noch nicht warum, aber okay. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, eins. Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt darauf kommen sollte. Das wird leider in der Lösung auch nicht erklärt. Nur, mach das so. Aber gut, gut, ich will nicht meckern. Samuel learned that the Grand Mistwalker is grooming Peter to be his successor. That must mean Peter's still alive. Wenn man dieser Notiz Glauben schenken soll, sind Samuel nicht länger auf Rache. Okay, wir gehen da jetzt mal hin. Gleich. It's getting clearer now. Dann haben wir das Kapitel nämlich Samuel auch durch. Samuel accused the Mistwalkers of killing his wife and taking his son. He tried to persuade the people of Dire Grove they had a right to the Mistwalkers' legacy, but no one wanted to join him. This confrontation between Samuel and Bourne was a catalyst to what came next. They were both on edge, accusing each other. This only further entrenched Samuel in his quest for revenge. The Grand Mistwalker wants Peter to be his successor, and Samuel found out. Revenge meant harming his own son, so he can't be responsible for what's happening in Dire Grove. But what was going on with Bjorn? He was really hard on Samuel. I need to find out more. Okay. Dann müssen wir noch mal mit Bjorn reden. Die stehen immer noch hier rum, haben It's alle your nichts zu tun. Fault, Lily died. If it weren't for you, she'd still be part of the Mistwalkers. It was your ridiculous code that killed her. You're all a bunch of animals running around the forest, living by some outdated creed. At least we have a creed to live by. You others just take everything selfishly. And you'll pay for that. Was geht denn da wohl vor sich? Jawohl. Lass mal eine Sekunde nicht da und schon bricht dein Tumult aus. Hey, wer bist du denn? Master Detective, please, forgive us. We tried to stop Bjorn, but failed. I better talk to Bjorn. Can I help? Healing him will require rare herbs that are hard to find. You could try the pharmacist's. He often draws on herbal medicine and might have what we need. The evidence clears Samuel of all guilt. I guess I was wrong. You helped us avoid a tragic mistake. But that means we have no leads, and it's getting colder. There's not much time for us to find whoever did this. I think Bjorn is hiding something.
We all have our secrets. The Mistwalkers promise not to get in the way of your investigation, and to help if we can. Here, take this. It might help you to discover Bjorn's secrets. Bjorn will recover, but you better hurry. Er hat doch Handschuhe an. Warum ist denn jetzt ein Jäger und Druiden? Tiefer Groll. Finde mehr über die Fehde zwischen Bjorn und Samuel heraus. Mich interessiert ja viel mehr, warum er keinen Hals und so klumpige Arme hat. Aber okay. Ja, wir machen jetzt mal kurz 5 Minuten Pause und dann geht's gleich weiter. Achtung, Martin, es knackt jetzt.
bin wieder da. Ja. Ich muss euch gleich noch eben ein bisschen was voressen. Es tut mir leid. Aber ich hatte vor dem Stream irgendwie noch nicht so Hunger und habe nur die Hälfte von meinem Abendessen gegessen. Und jetzt muss ich den Rest essen. Weil so langsam werde ich doch hungrig. So. Die Trulla hier ist auf dem Cover. Obwohl, ist bisher nicht aufgetaucht. Wer bist du denn? Björn ist schlimm verletzt. Ich muss ihm helfen. Da. Zitrone. Ist Zitrone. Zitrone ist gesund. Naja, vielleicht nicht. So, und was muss ich jetzt machen? Und nu? Ach, ich habe neue Teile bekommen, ich Trottel. Okay, daran habe ich nicht mehr gedacht. Das Amulett ist vollständig. Hier. Lilly. My Lily, I swear I will avenge your death. Björn liebte Lilly. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich mute euch mal eben kurz. Das ist mir etwas unangenehm.
So, fertig, halbwegs. Ja, mein erster Gedanke gerade bei der arme Bär hat nur ein Ohr, aber auch dann können wir ihm auch das zweite abschneiden, dann sieht er wieder ordentlich aus. Aber nein, wir müssen natürlich sein zweites Ohr finden und hier dran schrauben. Ich frage mich sowieso, warum hier alles kaputt ist. Also, da ist ein Griff, da ist ein Teil und irgendwie muss man alles zusammenbauen. Die Leute gehen hier nicht pfleglich mit ihren Werkzeugen um. Okay, wir brauchen noch Tasten. Hätte ja sein können, dass man das irgendwie kombinieren muss oder so, aber nein, muss man nicht. Bjorn came to me, furious. I couldn't understand him at first, but then it was clear that he was in love with Lily, Samuel's wife. Bjorn blamed me for her death, but it was his grief talking. There was really nothing I could do for her. Jemand mit einem solchen Temperament und solchem Groll könnte durchaus zu einem Racheakt fähig sein. Ist es das, was in Dire Grove vor sich geht? Was ist das denn? Ein Kassenhebel. Oh, hier können wir endlich mal wieder wimmeln, korrekt? Es gibt sehr, sehr wenig Wimmelbild-Szenen in diesem Wimmelbildspiel. Was mich gar nicht so wirklich stört, also ich wimmel super gerne, aber wenn das alles so eng aneinander geklatscht ist, das macht es nicht besser. Lieber ein paar gute und dafür halt nicht so viele. Also das ist schon gut gelöst. Die wissen, was sie tun. Warum sieht diese Pflanze hier so traurig aus? Hallo. Mir geht's gar nicht gut. Okay, was möchte das Spiel jetzt von mir? Ach so, ich muss einfach nur die Scheiße in die Kiste packen. Ah. Suche die richtigen Kräuter zusammen. Ach so, das habe ich schon gemacht. So. Jetzt haben wir also Kräuter. Mal gucken, was wir damit machen können. Uns fehlt immer noch eine Taste für die Kasse. Ach so, vielleicht können wir da mit ihm hier helfen. Wer bist du denn? Hallo.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich kenne. Ich glaube, ich kenne dich nur von der Schachtel. Master Detective, you saved me. My anger almost cost me my life. Warum redest du so komisch? Oh, und ich habe mit Cola gekleckert. Still angry, Bjorn? More scores to settle? No, I would never turn against the spirit, no matter how strong my thirst for revenge. I'll find out who's behind all of this, and they'll be punished. I know you can't trust me after what I've done, but you can trust the facts. They'll lead you to the truth. I want to find them too. Here, this should help you. Thanks again for helping me. I'll find a way to repay you. Na gut, so was ist das? Ein Bärenohr. Na sowas. So, kann ich jetzt endlich mit der Trulla reden? Nein. Na gut. Dann sprich halt nicht mit mir, Bitch. So. Kriegt der Bär auch wieder ein Ohr? Bitteschön. Ach, die zweite Sonne. Wo kam die denn rein? Hm, ich hab's vergessen. Ach, ich habe ja diese wunderbare Karte. Stimmt, hier kam die rein. Ich hoffe, ihr freut euch alle schon auf Samstag, wenn wir uns in Siberia 3 stürzen. Ich bin sehr gespannt. Es soll nicht gut sein. Was toll ist, weil die davor schon nicht gut waren. ja, egal. Es war kostenlos bei der Computerbildspiele dabei und wir lassen uns einfach mal überraschen, was da kommt. Jetzt? Ja? Yeah, das nächste Riesenrätsel. Ja, das erste war okay. Es hatte wenig Hinweise und es war sehr langatmig, aber ja, du hast recht, es war okay. Und die Story hatte auch irgendwie so einen Sinn. Also, dass da eine Anwältin kommt, um ein großes Erbe in einem kleinen Dorf zu verwalten, das ist alles irgendwie nachvollziehbar gewesen. Das zweite war nur Bullshit. Okay, da hast du recht. Die Synchro war großartig. Wie in Still Life halt auch. Die Dame weiß, was sie tut. Berühre die bunten Pfeile und den roten Schild. Beachte die Reihenfolge der kleinen. Hm.
So. Nee, das war anscheinend falsch. In jeder Runde dürfen nur Pfeile der gleichen Farbe berührt werden und die der anderen Farben müssen herausstecken, okay? Okay, es ist echt so billig, wie es sich anhörte. Irgendjemand macht hier gerade Lärm. Mr. Sheffield, was tust du da? Hey! Ich höre das! Komm mal her! Guten Abend, mein Schatz. Hey! Hier! Komm her! Ja, fein! Ja, du bist ein guter Junge. Oh, jetzt fall da nicht runter. Er ist so süß! Ich möchte ihn einfach den ganzen Tag angucken. Und streicheln. Streicheln sind ja nicht ganz so geil. Angucken, glaube ich schon. So, dann komm auch her. Komm hier. Da, ganz viel zu essen für dich. Magst du Zucchini? Da, guck mal. Dann versteckt er sich immer hinter seinem Sandbad und denkt dann, man sieht ihn nicht. Ist natürlich Blödsinn, weil man ihn natürlich sieht, aber... Egal. So. Und jetzt? Hier ist ein Zahn. Ist das wirklich ein Zahn? Ja, den kriegt dieser Bär hier. Das ist eine 1. Nein, ein Strich. Okay. Haben wir Streichhölzer. So, damit können wir jetzt hier was erhitzen. Okay, das war irgendwie cool. Ach, das ist schon fertig. Mehr können wir hier gar nicht mehr machen.
Führe die goldene Kugel zum Ausgang. Nimm das runde Emblem. Ja. Warum funktioniert das denn nicht? Also ich verstehe das Prinzip nicht, das dahinter steckt. Ich finde es auch sehr schade, dass die Lösung einem das nicht sagt. So. Ich gucke mal eben. Im Kapitel. Im Kapitel ein weiter. So, das wollte ich jetzt sagen. Im nächsten Kapitel, wie auch immer. Denn ich verstehe das Prinzip nicht. Das Problem ist, dass ich jetzt einen falschen Startpunkt habe. So. Ich weiß nicht, warum das jetzt richtig war, aber ist mir auch egal. Thank you.
Dankeschön. Okay. Ich muss zusehen, dass ich das ordentlich mache. Nein! Achso, damit mache ich das einfach nur rückgängig. Das wollte ich aber nicht. Aber was passiert, wenn ich das mache? Vielleicht müssen wir auch wirklich mit der 3 anfangen. Das können wir ja machen. Nein. Hier ist jetzt noch ein Zahn. Berühre die bunten Knöpfe und betätige die Schalter, bis alle die richtige Farbe annehmen. Es gibt hier kein Orange, aber vielleicht ist das ja auch Orange. Verstehe ich auch. Es sind nur 6 Farben und das hier sind nur 4. Und es gibt hier gar kein Orange. Ich verstehe es nicht. Oder so vielleicht. Und dann? Muss er jetzt eigentlich richtig sein? Ah ne, jetzt brauche ich ja grün.
Aha, ich hoffe, hier ist jetzt gerade irgendwas passiert. Ah, seht ihr, dann gehen da unten die Lichter aus. Okay, dann habe ich es verstanden. So, jetzt haben wir Pink. Gelb. Und jetzt noch blau. Ich finde es auch nicht gut, dass die Farben im Spiel, also hier oben in dem Rätsel, eine ganz andere Farbe haben als unten. Egal. All that's left of me is hatred. Those hunters don't deserve to live. The other Miss Walkers, they try to soothe me, but they don't get it. I won't rest till I catch these poachers. Brennt also diese Marke im Herzen des Waldes gefunden. Also ist auch jemand dorthin vorgedrungen. Ach, ich muss ihm die Maske geben, okay. Master Detective, this badge belonged to one of our hunters. Bjorn claims he found it in the Sacred Grove, which means a hunter trespassed over the border. I don't think Bjorn's lying. He's not to blame. So be it. He's a lunatic and he hates me. But even he's too smart to sign his clan's own death warrant, not to mention killing off the population of Dire Grove. So, whose badge is this? Every hunter in Dire Grove wears a badge like this. My son Derek's more familiar with some of the outlying hunters. Maybe he can help. He lives in the town just past the bridge. He tends not to trust strangers, but if you show him this amulet, he'll know I sent you. Will you open the gates so I can enter? I'll ask Robert to open them for you. Listen, the majority of the houses in Dire Grove are locked since folks left in a hurry, but you might find more clues over there. Good luck now. Not that you'll need it. We believe in you. So, hier schreit gerade jemand rum. Bubu. So, also wir haben jetzt ein Amulett. Samuels Amulett. Ja, wofür auch immer. Ach, hier, der Trottel. There you go, Master Detective. Hat er mit der Nase gemacht? Sure, the Mistwalkers declared peace. But I don't trust them. At least one has already broken his vow. Nun bin ich in Dire Grove. Wo ist Samuels Haus? Oh ja, hier waren wir wirklich schon mal. Da
Was ist dieser Hirsch wieder? Willst du mir helfen oder war das eine Kampfansage? Sieht so aus, habe jemand seine Wut an dieser Tür ausgelassen. Aber das Schloss scheint noch ganz zu sein. So, ich werde jetzt übrigens dieses Kapitel noch zu Ende machen. Und dann, Schluss für heute, aber das machen wir noch. So, wir haben ein Schneemobil. Da kann ich wohl nicht lang. Ohne Zündkerzen geht da nichts. Und Öl brauchen wir auch. Ohne Kette und ganz viel. Der Verschluss klemmt. Ah, mit ein bisschen Öl wird das schon. Okay, war doch richtig. Oh, jetzt habe ich den Text nicht gelesen. Sorry. Wo soll ich denn eine Eichel finden? No pun intended. An dem Haus sollte ich nicht hochklettern. Wenn ich doch bloß einen Magneten hätte. Stimmt, wir müssen ja noch aus dem anderen Automaten was holen. Ich will das Öl nicht auslaufen lassen. Nur wer das Gründungsdatum von Dargrove kennt, kann das Museum betreten. Aber was weiß ich, woher soll ich das wissen? Das ist schön, dann machen wir nämlich jedes Mal zwei Kapitel. Dann können wir die nächsten beiden nämlich übermorgen machen. Dann haben wir das durch. Und dann können wir uns Samstag tatsächlich in Ruhe Siberia 3 widmen. Ich kann das Schild nicht hochheben. Es ist zu schwer. Hier geht noch irgendwas. Oh Gott, ich habe eine Ölkanne gefunden. Ich habe vergessen, dass es das ist. Also wirklich. Mir war einfach nicht bewusst, dass das eine Ölkanne ist. Peinlich. So, jetzt können wir zurückgehen. Riemen könnte ich gut gebrauchen. Papier. Einfach so, Papier. Weil das auf jeden Fall so funktioniert.
Das hat Spaß gemacht. Da geht's so, ne? Mit dem ist nicht zu spaßen. Hallo. It's my father's amulet. Ah, you must be the master detective. And you should know I'm Derek Crawford. I came here because the Mistwalkers are in Dire Grove. Really? The clan left the grove? They must be seeking a new victim to sacrifice to their crazy forest god. Do you know who might have trespassed on the sacred grove? Here's a clue, in this letter. It'll explain whom the Mistwalkers want to find here. Why aren't you with your father's crew? I don't have time for petty battles with the Mistwalkers. If my father and the other hunters want to waste their time playing Inquisition, that's fine. But I've got better things to do. Still, I hope you smoke out this traitor. The Mistwalkers are probably tired of waiting for their next big sacrifice. Das Fischamulett und ein Brief. Dear Buyer, it plays right into our hands that the townfolk here are afraid to enter Sacred Grove. The game isn't afraid of us, and we take full advantage. We're glad you're satisfied with our recent deliveries. The deer remains my highest priority. I'll deliver it skin soon. You'll see it's well worth the price. Ted war also ein Wilderer. Dann kann es sehr gut sein, dass er der wahre Schuldige in diesem Fall ist. Dear Buyer, it plays right into our hands that the okay, ja, ist gut. Ich weiß gerade aber nicht, wer Ted ist. Nun ja, egal. Da komme ich nicht durch. Klasse, festgerostet. Wir haben auf jeden Fall schon wieder einige Hinweise. Warum kannst du dieses Kabel nicht mit der Scheißzange durchschneiden? Nö, 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 kann er nicht. Gibt's doch nicht. Also sie. Er ist ja sogar eine Sie. Und wie riesig das Gelände plötzlich ist. Ein Wagenhebergriff. Einfach so. In einem Schließfach. Ich schließe sowas auch immer weg. Jetzt habe ich einen Wagenheber. Ich würde behaupten, damit kann ich... Okay, ich kann hier immer noch was machen. Ja, damit kann ich dieses blöde Schild anheben. Ach, die Leiter kannst du so hochheben, was? Die Leiter will nicht so recht. So, Öl ist alle. Das war wohl nichts. Das ist ja stockfinster. Ich sollte mir Licht beschaffen. Das ist eine Linse. Aber zuerst mal brauchen wir diesen Magneten.
um damit unser letztes Geldstück zu holen. Ach Quatsch. Die Scheibe ist schon gesprungen, will aber nicht herausfallen. Egal, ich muss einkaufen. Das war hier, ne? %iger Alkohol. Boah, liebe Kinder, bitte nicht trinken. Ja, was mache ich denn damit? So, jetzt ist unser Inventar direkt mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt können wir hier wieder zurückgehen. Da. Ich würde behaupten, wir oben klettern wir nicht rein, sondern wimmeln nur. Decke die Paare auf. Ach, schon wieder? Okay, das ist ein Eichhörnchen. Was ist das? Eine Flickendecke. Wie niedlich. Okay, das ist ein Funkgerät. Ah. So, diesmal habe ich mir gemerkt, dass ich da... Ach, das kannst du jetzt ohne Korkenzieher machen, sowas steht da. I'm abandoning my operations in the forest. I had a run-in with a strange local wearing some kind of deer mask. He seemed like a real threat. And there are many more like him. The risks far outweigh the rewards now. I've seen Derek in the forest. He doesn't hide from me, and he's not hunting. He seems oddly peaceful and determined, which is strange after how angry he's been. Damit ist Ted von jedem Verdacht befreit, aber bei Derek bin ich mir nicht mehr so sicher. Hat er mir den Brief nur gegeben, um den Verdacht von sich abzulenken? So Bjorn was in love with Lily. Her death pushed him over the edge and he looked for someone to blame. But Bjorn refocused on his duty to protect the forest. And that's when the poacher trespassed on Sacred Grove. Ted appears to be a dead lead, as the Mistwalker scared away his poaching operations. But this bit about Derek piques my curiosity. Why the sudden mood shift? And it seems that Derek is trying to make Ted look guilty.
Gut, wir müssen mit Ted reden. Das machen wir noch. Dann ist Schluss. So, what brings you here? I'm not here to arrest you, but I know you've hunted in the Sacred Grove illegally. I admit it, I was a poacher. Greed blinded me back then, but I'm different now. I saw the light, and I haven't been back to the grove since. Thanks for trusting me and not telling the others. Those Mistwalkers can make snap judgments about people, especially hunters. Here, take this. It opens one of the hiding places in Dire Grove. I know you ran into Derek in the grove one night. What was he doing? I'm not sure. He was a frequent guest there for a while. I'd never seen him so happy. Not since his brother was taken away. Well, that is until... Oh, no matter. It's probably nothing. Gut, dass wir gleich aufhören, denn mein Internet kackt gerade ab. What's the matter? I'm worried about my dog, Thunder. He's run off. If you see him, please bring him back to me. He can be pretty rough with strangers, but give him a treat and he's all yours. Thanks, Detective. I'll never forget your kindness. Okay. Was es mit Derek auf sich hat, sehen wir dann übermorgen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.